Wie viele von euch hier sind Coach oder Gesundheitsberater oder selbstständig, brauchen selber eigene Kunden für deine eigene Dienstleistung, dein eigenes Produkt, tun sich damit noch schwer und wünschen sich gerne bis Ende Mai ihre ersten eigenen Kunden? Die schreiben mal Kunden in den Chat. Und ich danke dir, dass du hier dabei bist. Ich sehe schon so viele tolle Gesichter und Positionierungen, Menschen in die Selbstermächtigung helfen, Familien mit besonderen Kindern, Alleinerziehende. Genau, es gibt so viele Gruppierungen, die deine Hilfe brauchen. Hast du also den Fokus auf Kunden oder auf diese Menschen, die deine Hilfe brauchen? Schreib mal eine 1 in den Chat, wenn du Fokus auf dass du Kunden brauchst, hast oder eine 2, wenn du den Fokus darauf hast, auf diese Menschen, die deine Hilfe brauchen. Schreib mal eine 1 oder eine 2 in den Chat. Genau, und alle, die eine 2 reingeschrieben haben, die werden es leichter haben, Kunden zu gewinnen. Denn nur das, worauf du den Fokus hast, dass du Menschen hilfst, dann wirst du doch automatisch Kunden gewinnen, wahr oder wahr? Wenn du aber den Fokus die ganze Zeit darauf hast, dass du Kunden brauchst, bist du ja im Mangel und dann kriegst du noch mehr Mangel. Und das ist ein Riesengeheimnis, was oft nicht verraten wird, weil viele Marketingagenturen wollen ja, dass du eben keine Kunden hast, damit sie dir verkaufen können. Nur mit meiner Hilfe, mit meiner Strategie wirst du aus deinem Mangel rauskommen und Kunden gewinnen. Und ich möchte euch hier helfen, dass ihr selber Kunden gewinnt, indem ihr den richtigen Fokus habt. Fokus Pokus heißt die Zauberregel für immer regelmäßige, stabile, volle Gruppentrainings und Einzelcoachings. Wie heißt die Zauberformel? Schreibt mal alle Fokus Pokus in den Chat. Da, wo du den Fokus drauf hast, das wirst du zaubern, das wird sich entwickeln, das wirst du kreieren, das wirst du aufbauen. Das ist ein universelles Gesetz, das ist kein Scheiß, das ist einfach nur ein Wort lustig ausgedrückt, damit du es dir merken kannst, okay? Weil du musst hier nichts mitschreiben, du musst nur dabei sein. Und heute ist das wichtigste Learning. Fokus Pokus. Denn die meisten von euch wissen das als Coach, aber sie machen bei der Kundengewinnung alles falsch. Sonst hättest du ja Kunden. Wahr oder wahr? Lassen wir also alles sein, was dich ab heute daran gehindert hat, dass du Kunden hast. Und es sind die falschen Gedanken. Lenke also deine Gedanken aufs Kunden helfen und zwar auf die Kunden, wie du sie möchtest. Und dazu brauchen wir Sichtbarkeit. Ohne dass Menschen wissen, dass es dich gibt, wird es nicht funktionieren. Denn niemand da draußen interessiert sich für dich, weil du noch sehr, sehr unbekannt bist oder am Anfang bist. Und das ist nicht schlimm. Das war ich ja auch vor 5 Jahren. Und ich habe einfach angefangen mit einem YouTube-Kanal, einer Facebook-Gruppe, einem Podcast. Ich habe einfach Schritt für Schritt angefangen. Glaubt ihr, dass mir jemand eine Gruppe geschenkt hat mit 100 Menschen? Nein, da war auch überall eine Null. Aber ich hatte meinen Fokus auf was? Darauf, dass ich Menschen helfen will. Und genau mit diesem Fokus gehen wir jetzt wieder gemeinsam eine Story machen. Dazu nimmst du einfach nur dein Handy wieder in die Hand, klickst auf das Symbol mit der Kamera. Und ich danke auch allen, die am Freitag richtig mitgemacht haben, auch alle, die noch am Samstag eine Story gemacht haben und am Sonntag, die wirklich regelmäßig eine Story machen, um was zu tun, denn wir machen die Story ja nicht, um eine Story zu machen, um zu unterhalten, sondern um genau diese Zielgruppe zu erreichen. Und weil wir nicht verkaufen wollen, weil wir ja nicht im Mangel sind, sondern helfen wollen, machst du ab heute was? Du lädst einfach diese Zielgruppe ein.
bist eine einladende Person. Ist Einladen viel leichter? Ist Einladen angenehmer? Ist Einladen was total Einfaches? Ja oder nein? Also du lädst jetzt zu was ein? Zu deiner WhatsApp-Gruppe, wo du deine Seesterne sammelst. Das sind die Menschen, die gerade straucheln, sich unwohl fühlen, die in deine Gruppe kommen, damit sie bei dir liebevoll aufgenommen werden und mal zu einem Zoom-Call eingeladen werden. Und wir machen deswegen jetzt wieder eine Story, wo du einlädst in deine WhatsApp-Gruppe. Wenn du noch keine hast, ist es nicht schlimm, dann üben wir gemeinsam und du sagst einfach nur, du bist gerade bei Anne im Verkaufstraining und es wird bald eine Einladung geben zu einer WhatsApp-Gruppe für ein besseres Leben. Ja, das kannst du doch als Coach schon sagen. Du willst ja, dass alle ein besseres Leben haben. Und damit beginnen wir heute, ich mache auch eine Story. Und dann machen wir auch diese Story gemeinsam, weil nur ein Video zu machen reicht Instagram nicht. Wir müssen diese Story auch liebevoll bearbeiten. Macht also richtig mit, alle, die am PC sind, nehmen ihr Handy in die Hand und machen jetzt dieses kurze Video. Okay, ich mache mich stumm, ich mache das auch. Prima. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt alle fertig sind. Über eine Minute sollte man das Video auch nicht machen, denn eine Story kann nur eine Minute gepostet werden, zumindest auf Instagram. Das, was wir hier machen, kannst du auch auf LinkedIn machen. Na, da kann man auch Stories machen, die gehen, glaube ich, 20 oder 30 Sekunden. Jetzt nehmen wir wieder unser Handy, klicken auf das Insta-Symbol. Dann klickst du unten auf dein Profilbild, damit du auf dein eigenes Profil kommst und klickst hier oben auf das kleine Plus in dem Kästchen. Na, jetzt müssen wir diese Story auch posten, damit die Welt da draußen weiß, dass du dabei bist. Und schreib bitte nichts in den Chat, was jetzt nicht wichtig ist für alle Menschen. Schreib bitte nur Fragen in den Chat, wo du glaubst, das ist wichtig für alle, dass ich darauf eingehe. Okay? Ich muss nicht wissen, wer wann, wie, wo ist oder zu spät kommt. Wir machen also jetzt, klicken jetzt hier auf Story. Und falls dir das zu schnell geht, schreib bitte nicht, es geht mir zu schnell.
Dann sei wieder Freitag dabei. Schau dir die Aufzeichnung an. Bei über 100 Menschen versteht ihr sicher, dass wir nicht auf jeden warten können. Wir machen das aber immer, immer wieder, denn wir müssen das ja eh täglich machen, wahr oder wahr? Dann machen wir das doch zweimal die Woche gemeinsam. Glaubst du, dass du dann auch da reinkommst, wenn wir das immer wieder gemeinsam machen? Dann vertrau einfach dem Prozess, dass du das auch schaffst. Hier müssen wir noch jemanden stumm schalten. So, jetzt gehst du auf das Video, was du aufgenommen hast. Bei mir ist es auch hier, das. Und jetzt wird das liebevoll bearbeitet. Denn Menschen begeistern wollen, funktioniert nur, wenn es ehrlich ist, aus dem Herzen, menschlich und liebevoll. Wahr oder wahr? Ja, du kriegst die nicht manipuliert oder überredet. Das funktioniert nicht mehr. Deswegen müssen wir das jetzt liebevoll bearbeiten. Und dazu gibt es dieses Viereck mit dem Lachgesicht hier oben. Da klickst du mal drauf und dann öffnen sich die ganzen Möglichkeiten, die man bei Instagram hat. Instagram liebt Profile, die über 1000 Abonnenten haben. Instagram liebt Profile, die Stories machen und auch diese ganzen Möglichkeiten nutzen. Nicht alles, aber zwei, drei in jeder Story. Ja, Menschen, die damit arbeiten, die mit Instagram arbeiten. Dahinter ist eine künstliche Intelligenz, die merkt das, ob du das wirklich eben nutzt und machst oder nicht. Instagram liebt Menschen, die also täglich so mindestens drei Stories machen, täglich ein Reel, weil ein Reel wird nicht nur deinen Abonnenten ausgespielt, sondern auch Menschen, die dich noch nicht abonniert haben. Was könnte passieren, wenn jemand das Reel sieht? Er könnte dich abonnieren, wahr oder wahr? Wenn du also jetzt eine Story gemacht hast, die 49 Sekunden geht, könntest du die ja auch gleich noch als Reel einstellen, wahr oder wahr? Bist du dann clever? Kannst du also jeden Tag drei kleine Videos machen und ein Video davon gleich als Reel einstellen? Dann hast du auch logischerweise gleich eine Art Beitrag in deinem Insta, in deiner Insta-Timeline. Genau, bitte keine komischen Fragen, bitte nur Fragen, die für alle wichtig sind, auf die ich eingehen kann. Das lenkt mich sonst immer ab. Also, wir müssen nämlich auf einer Story, wollt ihr den Geheimtipp wissen, wie ich vor 1,5 Jahren in 3 Monaten über 100.000 Euro Cash gemacht habe, nur über solche Stories. Der Geheimtipp ist, ich habe damals immer 10 Menschen markiert. Und deswegen habe ich euch ja alle gebeten, benennt euch hier auf Insta um, damit ihr euch gegenseitig abonnieren könnt. Und dann kommt ihr automatisch schon auf 500 Abonnenten, weil wir werden bis Ende April 500 Menschen hier mitnehmen. Dann ist die WhatsApp-Gruppe voll. Alle, die also jetzt ihren Namen auch geändert haben, so wie du auf Insta heißt, können jetzt abonniert werden von euch. Und damals, als ich das gemacht habe, konnte man nur 10 Menschen abonnieren. Jetzt kann man sogar 20 abonnieren. Das heißt, dann hättest du doppelte Einnahmen. Starten wir also als erstes und klicken alle auf dieses orangene Ad erwähnen. Bei mir ist das oben links, das kann sich bei dir woanders hinmachen. Da steht hier groß Ad erwähnen. Und da abonnierst du am besten jetzt mich, Anne-Christin Holm. Ich kann dich dann auch reposten heute mit deiner Story. Alle, die ich also jetzt abonniere, bitte ich, dass ihr auch meine Story repostet. Wie man repostet, erkläre ich euch später. Jetzt machen wir erstmal die Story. Und ich, genau, schreibt bitte nicht in den Chat, nur wer hier auf Zoom mit seinem Insta-Profil drin ist. Ja, zum Beispiel so wie andreaskowal.coaching, heidi.wermuth. Die kann man dann finden. Die kann man abonnieren oder Insta, nee, also Nordhart-Richter, Weber.Christiane. Die kannst du eben markieren. Alle anderen müssen ihr Zoom-Namen umbenennen, indem sie auf die drei Pünktchen gehen.
das Umbenennen. Das haben wir schon Freitag gemacht. Das wäre jetzt unfair allen anderen gegenüber, wenn ich das jetzt nochmal ausschmücke. Also wir markieren jetzt. Und ich versuche heute Leute zu nehmen, die ich Freitag nicht genommen habe. Da ist zum Beispiel Monika Steuser, hatte ich glaube ich nicht. Die kann ich jetzt markieren. Monika.Steuser. Ja, und diese Zeit, die nehme ich mir eben, weil damit kann ich euch unterstützen. Habe ich mich da drinnen? Monika, Moment, alles stumm schalten. Dann seht ihr jetzt hier diese Monika drinne kleben. Und wenn ich jetzt 20 Menschen markiere, sieht das ja sehr blöd aus. Deswegen schiebe ich die einfach so schwupp hier raus. Schwupp, dann ist sie weg. Jetzt markiere ich die nächste. Die Monika, die sieht es dann in ihrem Posteingang, kann mich reposten. Darum bitte ich sie dann auch. Dann nehmen wir, wer noch nicht genommen hatte. Ich bin mir nicht sicher, ich nehme mal jetzt die Susanne Kremminger. Die hat sich auch hier richtig mit dem Namen angemeldet. Susanne Kremminger. Weil nur wenn wir euch hier mit eurem Insta-Namen sehen, finden wir euch leichter. Genau, da ist also wieder die Susanne. Und schwupp, schiebe ich sie einfach rüber. Jetzt nehme ich noch Heidi Rosa Hiebel. Die hatte ich, glaube ich, noch nicht. Und damit es heute nicht so lange dauert, mache ich heute nur 10. Ich mache also heute nicht 20. Heidi Rosa, findet dich nicht, Heidi Rosa Hi. Nee, findet dich nicht. Anne-Christine, ich bin erst dabei, das einzurichten. Gut, dass du es mir sagst. Ne, seht ihr, wenn man jemanden nicht findet, kann man ihn dann nicht markieren. Dann nehme ich jetzt Nachtschattengewächs, hatte ich glaube ich noch nicht. Also dann gebt euren Namen bitte auch erst hoch, wenn man euch markieren kann, weil sonst suchen euch alle. So, Nachtschatten gibt es ganz viel, um Gottes Willen. Wer ist es denn hier? Nachtschattengewächs. Das ist auch blöd. Hier sind lauter Nachtschattengewächse. Da weiß ich nicht, wer das ist. Ja? Alles Tomaten. Muss ich leider jetzt jemand anders nehmen. Dann wirklich lieber sagen, ich empfehle euch immer Vorname, Nachname. Da gibt es euch nur einmal und das nehmt ihr bitte nur so wie Cornelia Haas, Susanne Heubs, Hans Koppensteiner, die finde ich, Marion Kugler. Bitte das Live-Coach löschen, Instagram, Impuls-Coach löschen sehe ich, Coaching, alles mit Coaching bitte rausnehmen, auch Gesundheitsberatung, Instagram. Ist keine Coach-Such-mich-Plattform, ist eine Freunde-Plattform. Wir müssen hier erstmal Freunde suchen. Hier wird nichts verkauft. Die Leute sind nicht mehr blöd, die riechen das. Ich nehme jetzt mal trotzdem die Cornelia Haas, die hatte ich glaube ich noch nicht und markiere ich jetzt. So, und Instagram funktioniert eben, wenn du aktiv bist, wenn du Menschen markierst, wenn Menschen dich zurück reposten. Das merkt alles die künstliche Intelligenz. Wenn du alles alleine machst, kommst du nicht voran. Du brauchst also deine eigene Gruppe, deine eigene Community, mit denen du das genauso machst. Für wie viele von euch ist das gerade wertvoll oder denken vielleicht, oh, jetzt markieren wir wieder, das wissen wir doch. Das musst du mit deiner Gruppe dann auch machen, sonst bist du immer alleine. Also ich nehme jetzt Martina Impulscoach. Aber ich empfehle dir bitte, das Impulscoach zu löschen. Keine Sau interessiert sich für dich als Coach, das schreckt ab. Du hast so einen schönen Vornamen, Nachnamen. Deswegen bin ich auch nur Anne-Christine Holm. Ich bin auch nicht Anne-Christine Holm Verkaufstrainer oder so. Dann, das schrecke ich doch alle ab damit.
Bei wie vielen von euch macht es da gerade Klick? Ne? So, ich bleibe jetzt mal. Also alle, die ich jetzt heute markiert habe, bitte ich euch, mich zu reposten. So, damit ist die Story aber noch nicht fertig. Wir müssen die jetzt weiter bearbeiten. Und dazu gehen wir wieder auf das Viereck mit dem Lachgesicht. Viereck mit Lachgesicht. Falls du zum Beispiel kein Video gemacht hast, nimmst du einfach eine Musik jetzt dazu und bearbeitest das schön. Das nächste Mal machen wir mal ein Foto statt Video. Dann zeige ich euch das. Heute haben wir aber Video. Du könntest jetzt einen Fragesticker nehmen. Ja? Insta liebt Frage, Umfrage. Dann muss es aber zu deinem Video auch passen. Du kannst einen Standort nehmen, was aber vielleicht Quatsch ist. Alle, die schon einen Link haben, zum Beispiel den Link zu ihrer WhatsApp-Gruppe, die können ja clever sein und die klicken jetzt hier auf dieses weiß-blaue Link und fügen dort ihre WhatsApp-Gruppe ein. Das machen wir mal. Dazu muss ich jetzt kurz Insta verlassen, wechsel auf WhatsApp und suche mal von unserer Gruppe den Einladungslink. Dazu gehst du auf deine WhatsApp-Gruppe, fährst etwas nach unten und da steht mit Link zur Gruppe einladen. Da klickst du drauf, dann kommt Link kopieren. Den Link habe ich jetzt kopiert, ist in der Ablage. Link wurde kopiert. Jetzt klicke ich hier rein auf Insta, einsetzen. Jetzt ist der fertig und da ist jetzt der WhatsApp-Gruppenlink. Ja, und das kriegt ihr alle hin, ihr Lieben. Musste ich dafür ein Training nehmen? Nein. Habe ich das alleine rausgefunden? Ja. Gebe ich das gerne an euch weiter? Ja. Habe ich so die 100.000 Euro gemacht? Ja. Kannst du das also auch? Ja. Du musst aber jeden Tag eine Story machen, okay? Ja, fragt mich bitte nicht wegen solchen rechtlichen Sachen. Ich habe, wie gesagt, nie einen Kurs besucht. Ich kann euch nicht rechtlich belehren. Wenn ihr etwas nicht wisst, sich etwas für euch nicht gut anfühlt, dann macht es eben einfach nicht. Oder fragt YouTube. Aber fragt nicht mich. Ich bin die Person, die nichts weiß, aber alles macht und ausprobiert und einfach ihre Erkenntnisse und Ergebnisse an euch weitergibt. So, dann, wenn ich jetzt hier einen Link habe, muss ich aber noch idiotensicher drüber schreiben, komm hier in die Gruppe und dann mache ich noch so ein Fingerchen. Um was zu schreiben, brauche ich dieses große A und kleine A. Da klicke ich jetzt drauf und schreibe jetzt rein, klick hier in die Gruppe. Dann kann ich am Rand das schieben. Seht ihr das? Da schiebe ich immer, dass es ein Einzeiler ist. So, dann mache ich fertig und dann schiebe ich diesen Einzeiler genau über meinen Link. Könnt euch die Story ja nachher anschauen. Und jetzt nehme ich noch, damit es ganz idiotensicher ist, diesen Finger nach unten. Dazu gehe ich wieder auf das AA, gehe hier auf den Smiley und nehme den Finger nach unten. Diesen Finger nach unten mache ich jetzt ganz groß, gehe auf Fertig. Jetzt nehme ich den Finger und schiebe den mit zwei Fingern noch größer und drehe ihn etwas schräg, damit man jetzt wirklich sieht, aha, da kann man klicken. Seht ihr das? Das nennt man liebevoll, also so nenne ich das, liebevoll Story bearbeiten, weil ich so den Zuschauern leichter mache, dass sie klicken. Versteht ihr? Es sind also die leichten Sachen, die erfolgreich machen, nicht die schweren, nicht die komplizierten Funnel. Und das ist eben auch ein Funnel. Das ist auch ein Funnel. Ich bin auf Insta sichtbar, hole sie in die kostenfreie WhatsApp-Gruppe, hole sie sogar in das kostenfreie Zoom. Wenn du 45 Minuten machst, ist es nämlich kostenfrei. Und dann verkaufe ich was. Und das ist easy. Genau, und jetzt vergesst das mit der Musik. Ihr merkt ihr gerade, wie ihr euch jetzt hier ablenkt, weil ihr alle jetzt euch auf Musik stürzt, wie die Fliege,
die jetzt gerade etwas gefunden hat, was gerade schwierig ist. Wollen wir es leicht oder schwer haben? Dann lasst uns fokussieren auf die leichten Dinge, die leicht sind. Dann macht einfach keine Musik, sondern macht einfach die Sachen, die Instagram noch hat. Und das ist eben, klick hier in die Gruppe. Damit wirst du erfolgreich. Da brauchst du keine Musik. Also Gedanken, Fokus, Pokus. Wer sich nämlich jetzt auf diese Sache fokussiert, zieht nur Scheiße an. Abmahnung, Schwierigkeiten. Wer aber einfach das jetzt so macht wie ich, nämlich irgendetwas ohne Musik, ein Video und in die Gruppe einlädt, der zieht was an? Der zieht neue Seesterne an. Und das ist das Geheimnis. So, jetzt kann ich das eigentlich so abschicken. Ja, ich mache jetzt nicht mehr rein. Ich mache heute im Laufe des Tages natürlich noch mehr Stories. Ja, ich mache dann noch eine Story, wo ich den Fragesticker benutze, damit die Zuschauer mit mir interagieren. Ich mache im Laufe des Tages noch eine Story, wo ich wieder zu meinem nächsten Webinar einlade. Und so mache ich das jeden Tag. Nicht nur einmal, zweimal die Woche, sondern jeden Tag. Genau, die Hand ist eben zu finden, wenn du Emojis hast. Wenn du sie nicht findest, lässt du sie halt weg. Das ist ja nur ein Beispiel. Ihr müsst es nicht jetzt genauso nachmachen. So, jetzt gehen wir unten auf diesen Pfeil, den weißen Pfeil, und auf Fertig. Schwupp. Und jetzt ist die Story draußen. Und ich empfehle euch keine Anzahl. Ich mache einfach, wenn ich eine geile Zeit habe, viele Stories, wenn viel passiert, viele Stories. Ich mache Stories nicht, weil ich Stories machen muss, sondern weil mein Leben so schön ist, dass ich sage, hey, das will ich mit euch teilen. Ja, du brauchst ein schönes Leben, was du gerne teilst. Wenn du nur am PC sitzt und überlegst, was kann ich jetzt für meine fünfte Story machen, sechste Story. Ein Trainer hat gesagt, du sollst jeden Tag 7 Stories machen. Wirst du dann damit erfolgreich werden? Nein. Hab ein geiles Leben, geh ins Café, lies ein Buch und mach dann eine Story. Ich habe gerade ein Buch gelesen, das mache ich jetzt. Geiler Scheiß, wenn du was darüber wissen willst oder das auch kennst, schreib mir mal. Ist eine Story. Ja, so, dann haben wir jetzt die erste Story und alle, die mich jetzt repostet haben, die finde ich ja jetzt schon, wenn ich hier unten auf dieses Nachrichtensymbol gehe, in meinen Nachrichten. Nee, halt, das war es nicht. Wenn ich oben auf das Herz gehe, sehe ich, wer mich repostet hat. Nee, halt, wenn ich oben neben dem Herz auf das Dreieck gehe, hier oben, da sehe ich, wer mir etwas geschrieben hat. Ja, da sind die Nachrichten oder wer mich in der Story erwähnt hat. Da steht, Martina hat mich in ihrer Story erwähnt. Hier steht's. Da gehe ich jetzt drauf und da könnt ihr jetzt schön sehen, das war die Story, die ich gemacht habe, wo ich Martina markiert habe. Und hier wurde ich markiert. Und reposten, da siehst du, ist jetzt hier unten die Möglichkeit in deiner Story posten. Und da klicke ich jetzt drauf und dann kann ich jetzt die Martina reposten. Mir gefällt das immer nicht, weil das so ein bisschen kleiner ist. Dann gehe ich mit dem Finger drauf und schiebe die Martina größer. Und jetzt könnte ich auch noch was reinschreiben, zum Beispiel danke, dass du dabei bist, das schreibe ich jetzt rein, da gehe ich wieder auf AA, schreibe rein, danke, dass du gleich umsetzt. Weil wir Coaches freuen uns, wenn ihr was umsetzt. Danke, dass du gleich umsetzt. Du freust dich sicher auch, wenn deine Leute das umsetzen, was du sagst. Dann machst du das alles mir nach und schreibst auch, danke, dass du gleich umsetzt.
Die Martina hat hier was drunter geschrieben. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt hier meinen Text groß machen und könnte einfach meinen Text über Martinas drüberlegen. Seht ihr das? Dann ist die Story jetzt so, dass man sieht, aha, das hat die Martina gepostet und die Anne bedankt sich gleich bei Martina. Und ich könnte jetzt die Martina nochmal markieren. Da gehe ich wieder auf Erwähnen, nehme die Martina und dann macht man jemanden sichtbar, indem man diese Markierung jetzt nimmt und sie diese Markierung groß, klein macht und jetzt werde ich die Martina hier drunter setzen. Seht ihr das? Das kann ich kleiner, größer machen oder ich kann es wegschieben. Wenn ich aber jemanden unterstützen möchte, dann schiebe ich den natürlich jetzt alleine nicht weg. Ja, da setze ich sie drunter und dann kann jeder heute sehen, aha, die Martina war heute bei Anne im Training und hat mitgemacht. Und weil ich das schön finde, tue ich sie dann gerne so unterstützen. Und das mache ich auch gerne mit euch anderen. Wenn ihr mich markiert, kann ich das machen. Auch wenn ihr mich Samstag markiert, Sonntag markiert, wenn das eine Story ist, die ich sehe und die gut ist und gut zu mir passt, werde ich euch reposten, weil wir das nur gemeinsam schaffen. Ich hätte das alleine nicht geschafft damals, sondern ich habe ja jeden Morgen meine 6-Uhr-Challenge gemacht. Wir haben immer Sport gemacht und haben immer Stories vom Sport gemacht. Ja, also es funktioniert auch, wenn du Sport und Meditation anbietest. Du musst aber mit diesen Menschen gleich zusammen Stories machen. Wir haben immer Stories gemacht, bevor wir Sport gemacht haben und das früh um 6. Und das hat funktioniert. Und so wurde meine Sport-Challenge immer sichtbarer und sichtbarer. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen machen wir das hier auch immer zusammen, damit du das auch mit deinen Leuten zusammen machst. Und ich kriege jetzt hier oben angezeigt, du wirst in 27 Stories erwähnt. Und ich danke all denen, die das machen. Wir sind hier 122. Das heißt, es fehlen noch fast 100 Stories von euch. Also macht das bitte wirklich und markiert mich mit, damit ich das mitbekomme. Sonst macht das Training keinen Sinn. Und sonst schmeiße ich auch die Leute raus, die nicht wirklich mitmachen. Also wirklich mitmachen, sonst wirst du nicht sichtbar, kommst nicht in die Handlung und kriegst keine Kunden. Und ich kann mein Versprechen nicht einhalten, dass du Ende Mai deine Kunden hast. So, und dann habe ich euch ja heute eine wichtige Formel schon versprochen, wahr oder wahr? Wie viele von euch sind hier und möchten auch was jetzt lernen? Jetzt sind wir ja sichtbar geworden. Jetzt könnt ihr euch einmal eine Umarmung geben. Wie viel von euch geht es auch immer besser, wenn sie wissen, oh, ich habe heute schon mal eine Story gemacht, einen Beitrag gemacht. Die Welt weiß, dass ich lebe. Die Welt weiß, was ich mache. Die Welt ist eingeladen. Die Welt kann die Seesterne zu mir liefern. Ja, ich mache das immer gleich als erstes. Dann kann ich erst mal schon mal sagen, oh, ich habe den Laden aufgeschlossen, wie bei einem Schuhgeschäft. Wenn du ein Schuhgeschäft hast, musst du ja Miete zahlen, richtig? Und musst Montag bis Samstag diesen Scheißladen aufschließen und zuschließen, wahr oder wahr? Wenn du keine Mitarbeiter hast, musst du sozusagen da oben wohnen oder im Schuhgeschäft schon schlafen, damit du immer anwesend bist und da bist, richtig? Und das musst du aber mit dem Handy nicht. Da musst du nur früh einmal eine Story machen, vielleicht noch Mittag und Abend. Genau, ihr könnt mich nur reposten, wenn ich euch markiere. Ja, reposten heißt, du schaust, wer hat dich markiert. Und als Dankeschön repostest du die Person. Wenn du zum Beispiel siehst, dich hat jemand markiert, ich kriege zum Beispiel manchmal Stories, weil Menschen sich meinen Podcast anhören. Und dann machen die eine Story, ich habe gerade den Podcast von Anne gehört, zum universellen Gesetz und jetzt geht es mir viel leichter. Und dann sehe ich das und dann mache ich eine Story und sage, hey Leute, ich habe übrigens auch einen Podcast, da erzähle ich über universelle Gesetze, über Bücher, über die Alpha-Methodik, gib Einschlafmeditation, wie du im Unterbewusstsein viel Geld manifestierst.
Das hat zum Beispiel gerade die Corinne gehört. Schaut mal, was sie in der nächsten Story darüber sagt. Und dann tue ich erst die Story von Corinne reposten, wo sie sagt, oh, ich habe gerade den Podcast bei Anne gehört, das universelle Gesetz. Und das hat mich total inspiriert, dass ich mich auch mehr mit den universellen Gesetzen beschäftige. Ja, ihr könnt also über die Stories eure Community mitnehmen. Dann müsst ihr nicht mehr so viel Stories alleine machen. Ist das nicht ein geiler Scheiß? Dann kannst immer mal du eine machen und repostest eine. Dann wieder du eine und repostest eine. Das ist das Cleverste, aber dazu musst du hier erstmal mitmachen, damit du überhaupt diese Möglichkeiten kennenlernst. Deswegen danke ich euch, dass ihr hier seid und auch wirklich mitmacht. Nee, das kann ich nicht, liebe Anne. Wir machen das einfach hier immer wieder, weil das ändert sich immer wieder. Ja, dann schimpft die nächste nach 2 Monaten, bei mir sieht es nicht so aus. Kannst du mir bitte ein Video so und so machen? Das machen wir nicht, ihr Lieben. Wir machen das hier live und ihr werdet es alle hinbekommen. Wir machen das immer wieder. Vertrau dir, dass du das einfach auch schaffst. So, wie viele von euch wollen jetzt das Thema Instagram Story und posten und reposten abschließen und wollen jetzt noch eine der wichtigsten 7 Verkaufsformeln kennenlernen? Es gibt 7 Formeln, die ich in meiner 20-jährigen Zeit als Hotel-, Marketing- und Vertriebsleiterin selbst entwickelt habe. Einige, die ich von großartigen Mentoren habe, denn auch ich habe von internationalen besten Mentoren gelernt, von Bob Proctor, von Damian Richter, von Tobias Beck, von Hermann Scherer, von Roman Topp, den man den Weiterempfehlungsmillionär kennt. Und diese Weiterempfehlungsformel findet ihr auch in meinem Workbook, was ihr kostenfrei downloaden könnt über den Link in meinem Instagram-Profil. Und ich möchte euch heute die Überzeugungsformel vorstellen, mit der du überzeugend kommunizierst, mit der du also auch überzeugend eine Story machst, ein Reel, ein Video, ein Beitrag, Texte. Mit dieser Überzeugungsformel, die ich übrigens bei Hermann Scherer gelernt habe, und der hat sie von dem gelernt, der damit die Reden für Steve Jobs geschrieben haben. Glaubst du also, dass diese Formel, die ein ganzes Imperium aufgebaut hat, auch dir helfen kann, dein Instagram-Coach-Imperium aufzubauen? Ja oder nein? Glaubst du, wenn du diese Formel beherrschst, dass du dann auch so schreiben, sprechen kannst, dass die Menschen verstehen, oh geiler Scheiß, das spricht mich an, da komme ich rein in deine WhatsApp-Gruppe. Und somit hast du mehr Seesterne und Seesterne, und kannst Menschen inspirieren und helfen. Dafür brauchst du eine Formel. Und diese Formel, und jetzt bitte ich wieder etwas Ruhe im Chat, also keine Fragen mehr, sonst habt ihr keinen Fokus-Pokus. Wer jetzt diese Formel möchte, mit dieser Formel habe ich es geschafft, dass ich den Reisepass meiner Tochter eher bekam in einer Behörde, dass man mich vorgelassen hat, weil ich diese Formel angewendet habe. Mit dieser Formel habe ich es geschafft, dass das Kleid in der Schneiderei meiner Tochter morgen fertig genäht wurde, obwohl die wochenlang Warteplätze haben. Versteht ihr, wie wichtig es ist, dass man richtig kommuniziert mit einer Formel, die Millionen Menschen nutzen, anwenden und Milliarden Menschen schon bewegt haben, etwas zu tun, was der Nutzer der Formel wollte. Und wenn du jetzt bereit bist, dann spitz jetzt die Ohren und lenk dich jetzt nicht mehr ab mit Instagram, weil dann hast du keinen Fokus-Pokus und dann wirst du die Formel nicht anwenden können. Denn wenn du plötzlich ein Problem hast, wie eine Lehrerin, eine Schule oder ein Kunde, dann möchte ich, dass du diese Formel jetzt in deinem Unterbewusstsein gleich so verinnerlichst, dass du sie abrufen kannst, weil du kannst nicht zur Lehrerin gehen und sagen, Moment mal, ich muss jetzt erst mal gucken, wie ich Ihnen das jetzt erkläre, dass Sie meiner Tochter helfen. Versteht ihr, was ich meine?
Du kannst auch nicht beim Kunden stehen und sagen, Moment, ich muss erst mal gucken, was ich dir jetzt sage. Nein, es muss im Herzen sein und aus dem Herzen kommen. Und ihr findet alles über mein Instagram-Profil. Da gibt es einen Link, wie bei euch hoffentlich auch, auf eurem Instagram-Profil. Das sollte dein Link zur WhatsApp-Gruppe sein. Bei mir ist es ein Link, der zu vielen Links führt, wo du eben auch alles von mir findest, wie zum Beispiel auch das Workbook. Und du, liebe Christa, bist ja sogar auch in meinem Gruppentraining. Du findest die Formel in meiner Mediathek. Ja, da kannst du sie immer ablesen und abhören. Aber hier jetzt, volle Aufmerksamkeit, keine Ablenkung. Jetzt kommt die Formel, die Überzeugungsformel. Und ihr schreibt euch alle mal 4 Buchstaben auf, und zwar am besten untereinander. Ein S, ein P, ein I und ein N. Das steht für Spin. Und jetzt kommt die Erklärung für S. S ist die Situation. Und als Hilfestellung gebe ich dir mal eine Formulierung mit. Du kannst zum Beispiel ein Reel machen oder ein Video und sagen, aktuell beobachte ich das. Und das ist die Situation. Das heißt, den Menschen erklären, was ist gerade die Situation. Im Privatbereich sagst du einfach, es sieht ja jetzt so und so aus. Ja, wenn du eine schwere Trennung hast, sagst du, wir wollen uns trennen. Du liebst mich noch oder ich liebe dich nicht oder er und sie liebt sich oder da war ein Betrug. Das ist die Situation. Und aus dieser Situation machen wir jetzt eben das Beste und dazu brauchen wir jetzt das P. Und das P steht für Problem. Indem du jetzt erklärst, was ist denn jetzt das Problem? Wenn du zum Beispiel ein Video machst, aktuell beobachte ich, dass viele Menschen total ängstlich sind, sich gar nicht mehr grüßen oder aggressiv miteinander umgehen. Das führt zu dem Problem, dass die Menschen immer trauriger werden, immer träger werden, immer bösartiger miteinander umgehen, Kinder gar nicht mehr, die Erwachsenen gar nicht mehr Zeit haben für die Kinder, Kinder sich alleine gelassen fühlen und Kinder, die so aufwachsen, die werden später alleine sein. Ja, das ist das Problem. Und aus diesem Problem machst du jetzt, wie ich gerade, eine Implikation. Also du implizierst schon, was Schlimmes passiert, wenn wir jetzt nicht handeln. Wenn wir jetzt nicht handeln, wenn wir jetzt nichts verändern, dann werden die Kinder später alle alleine sein, einsam sein. Sie werden abhängig sein vom Konsum, von den Handys, von den Medien. Sie werden kein selbstbestimmtes Leben führen. Und jetzt kommt das N, das steht für Nutzen. Und das ist jetzt der Nutzen deiner WhatsApp-Gruppe. Und da kannst du die Formulierung nehmen. Und deswegen habe ich eine WhatsApp-Gruppe, eine Wohlfühlgruppe, zu der ich dich einlade, weil da hast du, bam, bam, bam. Und jetzt kommt nur, was hast du davon? Was hast du davon? What's in it for me, sagen auch viele Fachleute. Einfach nur, da kriegst du, da bekommst du, da wirst du wachsen, dich freuen, wieder mehr Kraft haben, was auch immer. Also verrat mir nicht, da gibt es 2-mal die Woche Zoom und da habt ihr Austausch und da gibt es tägliche Impulse. Interessiert keine Sau. Ich will nur wissen, was habe ich davon? Was habe ich davon? Und wenn du das kommunizieren kannst, dann wirst du überzeugender. Und das funktioniert auch im Privatleben. Das ist der Hammer. Und ich lade euch ein, diese Formel heute noch anzuwenden mit einer Story oder einem Reel und mich zu markieren. Ja, dann sehe ich das und dann kann ich, wenn wir uns das nächste Mal treffen, darauf eingehen oder auch was in unserer Gruppe schreiben. Ich öffne auch gleich wieder den Gruppenchat nach unserem Training heute und
Ihr könnt im Gruppenchat auch einen Beispieltext posten für die Überzeugungsformeln für dich. Und ich stelle heute auch in unsere Gruppe einen Bewertungslink rein und bitte euch, das, was du heute gelernt hast im Verkaufstraining, dort in dieses Tool reinzuschreiben. Denn das, was wir in unserer Gruppe schreiben, sieht ja keiner draußen. Und Bewertungen sind im Online-Business die größte Währung. Und so wie ich das gerade sage, kannst du das dann auch in deinem Gruppentraining sagen, ja oder nein? Kannst du auch erklären, dass die Menschen das, was wir hier im Zoom-Chat schreiben, draußen nicht sehen? Und dass es wertvoll ist, wenn ihr das nach draußen sichtbar macht. Deswegen danke ich euch, wenn ihr dann auch später mir eine Bewertung schickt auf Trustpilot oder Proven Expert. Ich stelle es euch dann in die WhatsApp-Gruppe und ihr einfach reinschreibt, was ihr jetzt schon nach einer oder zwei Stunden Verkaufstraining durch mich für neue Erkenntnisse habt. Ja, und wir üben das einfach weiter. Ihr habt jetzt die Überzeugungsformel und wir üben die einfach weiter. Am Freitag bin ich in Braunschweig bei Damian Richter bei der Coach-Ausbildung bei Modul 1. Am Freitag fällt also diese Woche das Training leider aus. Am Montag schaue ich, dass ich aus Braunschweig mit euch das Training mache. Falls ich es nicht machen kann, schreibe ich euch in die Gruppe. Ja, dann werde ich mir was einfallen lassen, dass ihr Aufgaben bekommt oder dass ich die WhatsApp-Gruppe kurz öffne. Aber ich kann sie leider nicht die ganze Zeit offen lassen, weil dann verschwinden meine wichtigen Informationen und dann verlassen viele Menschen meine Gruppe, weil viel geschrieben wird, was nicht allen was bringt. Das versteht ihr sicher. Also ihr habt jetzt die geile Formel und glaubt ihr, dass der Hermann Scherer mit mir diese Formel jetzt rauf und runter geübt hat? Nein, der hat die auch nur einmal rausgegeben und ich habe sie einfach geübt. Geübt in Stories, in Reels, in Videos, im echten Leben. Und dann hatte ich Erfolge. Und ich lade dich ein, das eben auch jetzt im echten Leben zu üben, Stories zu machen, mich zu markieren. Und dann könnt ihr gerne, wenn ich die Gruppe gleich öffne, auch eure Texte in die Gruppe schreiben für diese Formel, damit du Beispiele kriegst von anderen Menschen. Ja, für alle, die jetzt noch Übungspotenzial haben. Ich bin mir sicher, dass wenn jetzt schon mich fast 30 hier markiert haben, dass nachher auch mindestens 30 einen Beispieltext reinschreiben. Und wie viele von euch merken, dass das dieses Mindset, was man braucht, um in diese Leichtigkeit zu kommen, extrem schwierig ist, weil es ist alles so leicht. Aber ich lese es ja auch hier immer im Text, da funktioniert das nicht und ist nicht und Insta will das nicht und können wir noch dies, können wir noch das. Das sind alles schwere Sätze, Formulierungen, da fühlst du dich schwer, wenn nichts klappt, wenn der Fokus immer auf dieser Schwere ist. Wie viele von euch wünschen sich auch, dass du auch so einen Fokus hast oder so durchs Leben gehst mit dieser Leichtigkeit, es wird schon alles klappen, wenn das nicht geht, dann soll halt das gehen, dann geht halt das. Und für diese Menschen, die da sich gerne mehr Leichtigkeit wünschen, weil das ist ein Gefühl, das ist ein was? Leichtigkeit ist ein Gefühl, das kannst du nicht mit dem Gehirn produzieren. Du kannst leichtere Gedanken denken, aber bis sich das Gefühl einstellt, dauert das Wochen. Und bis deine Grundemotion leicht wird, dauert das Monate. Wenn du dazwischen aber aus Versehen wieder schwer denkst, dann wird ja die Schwere wieder genährt. Bei wie vielen von euch macht es da gerade Klick? Dass du also wirklich dir Zeit lassen musst, um in diese Leichtigkeit zu kommen, weil du musst erst mal lange so denken, damit dann langsam das Gefühl kommt und dann musst du das lange fühlen, damit deine Grundemotion, diese Schwere auch transformiert wird. Und für alle, die es
wirklich schneller leicht haben wollen, biete ich eine Thermenwoche an ab 26. Juni. Da sind wir 5 Tage in diesem warmen Wasser, um diesen Körper schon viel, viel leichter auf Leichtigkeit umzustellen. Denn die Gefühle sitzen ja wo? Die sitzen im Körper. Und die Therme Erding hat eine Quelle, eine Energie tief aus der Mutter Erde. Das Wasser kommt aus 1200 Meter tief. Und dort bringe ich dir bei, wie du in den Alpha-Zustand gehst, wie du aus deinem Körper diese schwere Energie loslässt. Wir machen dort Gruppenmanifestation. Du lernst von mir, dein Vorstellungsvermögen aufzubauen. Du wirst dort umgebaut. Ich nehme dir alles Stück für Stück in den Tagen weg, was Schwere ist, wo du dich selbst blockierst, bis nur noch du übrig bleibst. Du in deiner reinen, puren Energie, in das, was du in Wahrheit bist, wo du einfach nur fröhlich bist, atmest, lächelst, dem Leben vertraust, dir vertraust, Spaß hast, Freude hast und Erfolg und Fülle hast und voller Gesundheit bist. Denn das bist du in Wahrheit. Alles andere, dieser Mangel, sind leider nur das Ergebnis von konditionierten Mangelgedanken, wo du nicht mal was dafür kannst. Und ich habe eine Methodik entwickelt, wo du in 5 Tagen in diese Fülle kommst, in das Sein, in das Gefühl und dadurch deine Emotion auch gefestigt werden kann in diese Leichtigkeit. Und diese Arbeit kostet mich sehr viel Kraft, weil ich muss ja immer gegen deine Schwere angehen und dich rausholen in die Leichtigkeit. Dein inneres, aufgebautes Rolle, dein aufgebautes Ego wird sich wehren. Es wird sagen, nein, das kann ich nicht, das mache ich aber immer so, das erlaube ich mir nicht. Und ich werde in diesen 5 Tagen einfach liebevoll, ruhig in meiner Fülle bleiben und dich damit langsam auch in diese Fülle-Energie mit rüberziehen. Wir werden gemeinsam im Pool sitzen, wir werden Cocktails trinken, nur Salate, nur gesundes Essen. Wir sind von früh bis abends 5 Tage zusammen. Du kannst also nicht deinen Partner mitnehmen und denken, mit dem mache ich dann noch einen München-Shopping-Tour, sondern du bist nur mit mir zusammen, damit du nicht wieder rausgeholt wirst. 5 Tage reichen, ich habe das jetzt schon mehrmals gemacht, um dein Leben komplett zu verändern. Wir besuchen dort verschiedene Saunen und Thermen. Ich habe einen Raum, den nenne ich der Raum des universellen Geistes. Dort bekommst du dann in diesem Alpha-Zustand alle Antworten auf deine Fragen aus deiner Innenwelt. Die fühlst du dann. So lernst du zu kommunizieren mit dem Allbewusstsein, mit dem universellen Geist. Wir werden ein altes Ritual aufleben lassen. Wir werden in der Sauna, im Ruheraum, im Pool, im Wasser, im Strudel alte Rituale machen, die mir geholfen haben, wie wir das Unterbewusstsein anzapfen, die Quelle anzapfen, den universellen Geist anzapfen, wie du in deiner Energie über dich hinaus wächst und das Gefühl hast, du hast das Universum in dir, du kannst erschaffen, du bist wichtig, du bist eine Existenz, du bist Schöpferin, Schöpfer. Und mit diesem Gefühl verlässt du nach 5 Tagen dieses Thermenretreat. Und da nehme ich nur Menschen mit, die sich dazu eben gerufen fühlen. Menschen, die dafür offen sind. Also keine Kopfmenschen, keine Menschen, die nur jammern oder in der Vergangenheit sind, die mir dort nur erzählen, was alles passiert ist im Leben. Ich kann da nur Menschen mitnehmen, die verstanden haben, dass Gedanken wirkende Kräfte sind. Fokus, Pokus. Dass wir nur Ziele brauchen, auf die wir uns hineindenken, hineinfühlen. Also ich nehme nur Menschen mit, die dieses Gefühl ihrer Ziele erreichen wollen, die in den Vortex wollen oder die mir Fragen stellen, wie das gemacht werden kann und das.
damit du das eben auch schaffst und in dieses Gefühl der Leichtigkeit kommst und dann im Außen auch bessere Ergebnisse hast und dir eine Community aufbaust, die dich liebt. Wir machen auch Gruppenmanifestationen, weil viele spüren auf einmal, dass sie das Business sind. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, kannst du kein Wohlfühl-Zukunft, Wohlfühl-Business aufbauen. Und dann kamen Sachen hoch wie, ich habe da eine Zyste, ich wünsche mir eigentlich einen Partner. Dazu haben wir auch Gruppenmanifestationen gemacht, indem wir die Kraft der Gruppe und des Wassers genutzt haben. Und alle Teilnehmer hatten dann ihre Wünsche erfüllt. Sie hatten plötzlich einen neuen Partner. Sie hatten plötzlich, war diese Zyste weg. Also das ist der Hammer, was mit diesen alten Ritualen möglich ist. Und alle, die dazu Fragen haben, ich sehe, ihr stellt hier schon Fragen, die sich dazu gerufen fühlen. Ich stelle euch jetzt einen Link in den Chat. Da könnt ihr euch das Ganze noch mal etwas näher anschauen. Und wer mehr darüber wissen möchte, muss mit mir telefonieren. Ihr kommt nur diese Woche mit, wenn wir miteinander telefonieren, wenn ich weiß, was du verändern willst. Du sagst mir dann im Telefonat keine Vergangenheit, keine Probleme, einfach nur, was willst du bis Jahresende haben? Weil wenn wir das in der Jahresmitte machen, wirst du an Weihnachten ein anderes Leben führen. Das ist nicht nur für Frauen. Ich hatte es bisher fast nur mit Frauen. Wir haben diesmal auch bestimmt Männer dabei. Eine Anmeldung habe ich schon. Mal sehen, ob er bleibt. Und wir machen das so, dass sich alle wohlfühlen. Du musst dir vertrauen, mir vertrauen. Du sagst mir, was du willst. Da waren Menschen dabei, die wollten einfach nur Angst vor Menschen transformieren und sind diese 5 Tage mit mir mitgegangen in unserer Gruppe. Und ich habe dafür gesorgt, dass diese Menschen ihre Transformation haben. Also egal, was du willst, du musst aber wissen, was du willst. Ich bringe dir das bei, wie du das kriegst. Und ich mache mit der Gruppe die Gruppenmanifestation, dass du das bis Jahresende hast. Dazu brauche ich aber von dir ein Ziel und das Telefonat, was du über diesen Link buchen kannst. Und ich werde 10 Menschen mitnehmen, das mit 10 Menschen machen. Wenn es dann später mehr werden, können wir das gerne mal wiederholen oder mit Co-Coaches aufbauen. Jetzt erstmal 10 Menschen, die ihr Leben verändern wollen. Und das nicht für sich, sondern für die Menschen, die du erreichen willst. Für die Menschen, denen du helfen willst, weil du fühlst, was draußen los ist. Weil du nicht willst, dass die Kinder, die alle noch geboren werden, diese gleiche Scheiße erleben müssen. Und konditioniert werden, programmiert werden, die sich jahrelang quälen, jahrelang Energie verlieren und kaum noch in der Lage sind, da irgendwann zu erwachen und rauszukommen. Wenn also auch du jemand bist, der schon Menschen helfen will, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und bereit ist, dafür sich selbst darauf einzulassen und zu transformieren, dann buch gerne ein Telefonat mit mir, damit wir was verändern können. Dalai Lama sagte, eine Person in Europa wird die Welt verändern. Vielleicht bist du die Person. Das braucht aber Mut, Kraft, Transformation, ganz viel Innenarbeit in dir. Und diese 5 Tage lassen dich so verändern, dass du das erreicht, was du erreichen willst. Ja, ihr könnt mir also gerne auf WhatsApp schreiben, wenn ihr euch dafür interessiert, oder diesen Termin euch sichern, dann habt ihr zumindest das Telefonat sicher. Und ich danke euch, dass ihr hier dabei seid. Ich halte euch über die WhatsApp-Gruppe auf den Laufenden, weil wir jetzt Modul 1 haben. Wer von euch ist denn in Braunschweig zufällig dabei?
Das wäre ja mega cool, da sehe ich schon die Hände. Heidi, Marion, wie schön. Wenn wir uns dort sehen, kommt da auf mich zu, falls ich euch nicht sehe. Ja, Dorothea, Bernd, Anja, wie schön. Ja, das ist ja mega, das sind ja wieder fast 20 Leute. Kommt auf mich zu, dass ich euch dort, wenn ich euch nicht sehe, finde, wahrnehme. Ja, dass ihr nicht denkt, die Anne ist aber arrogant, die sieht mich nicht. Ich sehe dich oder erkenne dich vielleicht einfach nicht oder bin abgelenkt. Also kommt bitte auf mich zu. Auch Katja, Martina, Corinne, wie schön. Kommt auf mich zu, dass wir uns dort connecten, verbinden können. Erzählt mir irgendwas, was euch geholfen hat, wie ich euch noch besser helfen kann. Ja, also das ist ganz wichtig, dass wir uns dort einmal persönlich sehen und austauschen, damit ich das ab nächste Woche mit einbauen kann. Schreibt also auch in die WhatsApp-Gruppe eure eigene Überzeugungsformel, damit ich wahrnehmen kann, wie gut ihr das schon umsetzt und wir das dann weiter optimieren können. Und dann bringe ich euch die nächste Formel bei. Dann üben wir vielleicht die Weiterempfehlungsformel oder eine andere wichtige Formel von diesen 7 Verkaufsformeln. Ihr habt jetzt schon 3 Formeln kennengelernt, plus die Weiterempfehlungsformel in Workbook, also schon 4. Dann fehlen ja nur noch 3, wahr oder wahr? Und die gibt es so schnell wie möglich, damit ihr so schnell wie möglich erfolgreich werdet. Genau, ihr hattet schon die Vertrauensformel BBB und jetzt machen wir die Schlussformel. Ich möchte, dass ihr das wiederholt, dass ihr diese Stories macht, dass ihr mich markiert, dass ihr die WhatsApp-Gruppe nutzt, wenn sie offen ist und eure Überzeugungsformel reinschreibt, dass ihr wiederkommt, dass wir uns wiedersehen und dass ihr, wenn ihr der Meinung seid, dass das ein geiler Scheiß ist, was wir hier machen, dass ihr das weiterempfehlt. Bis Ende April dürfen noch andere Coaches dazukommen, so lange, bis die WhatsApp-Gruppe voll ist. Ich glaube, bei 500 ist die WhatsApp-Gruppe voll. Dann sind das eben die 500 Coaches, die diese extra Meile gehen, die ich gerne mitnehme in das kostenfreie Verkaufstraining. Ich danke euch. Danke, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr das weitertragt, dass ihr das wiederholt, dass ihr wiederkommt, dass wir uns nach der Impulscoach-Ausbildung hier wieder online sehen. Und ich freue mich auf alle, die ich live in Braunschweig sehe. Danke, danke, danke. Macht's gut, ihr Lieben, und danke für jede Story. Danke fürs Mitmachen.